So, Freunde, wie immer ein letzter Blick auf die Tankstelle und die Preise von Deutschland. Naja, 1,849,9. Nicht der beste Preis, um loszufahren, aber was willst du machen? Alles klar, wir tanken den Wagen voll und los geht's. Wir haben 1.37 Uhr in der Nacht. Eigentlich hatten wir vorgehabt, um 22 Uhr etwa loszufahren. Gut, wurde alles wieder ein bisschen später, ihr wisst ja, wie das ist. Ich setze also noch kurz unser Autometer und alle Daten wieder auf Null und dann geht's 1200 Kilometer Richtung Kroatien los. Baustelle auf der A3. Jo, deswegen stimmt die nur 13 Stunden. Ach so, okay. Wir geben die Route jetzt nochmal im Navi ein und wie man sehen kann, kommt man wieder in Italien Trieste vorbei und hat die Möglichkeiten, einmal aktuell durch die ganzen Baustellen 13,5 Stunden zu fahren, über die Mautstelle oder ohne Mautstelle 16,5 Stunden. Selbstverständlich entscheiden wir uns wieder für die reguläre Route über Österreich. Und ja, los geht's. Der große Vorteil der Nachtfahrt ist natürlich, wie man sehen kann, ja, ist alleine auf deutschen Autobahnen, ne? Zumindest hier. Wir sind dann auch durchgefahren bis nach Italien. Leute, beim Tanken nicht meckern in Deutschland über zu teure Preise, ne? Das wäre total doof, ehrlich. Nach insgesamt 16 Stunden Autofahrt, da wir dann doch noch im Stau gekommen sind, erreichen wir dann endlich nach langer Fahrt den Strand von Gorac in Kroatien. Angekommen, Strand, gehst du rein? Ja, weiß ich noch nicht. Was? Das ist doch schön. Mucho. Ach, das ist super. Eins, Freunde, ist immer Pflicht. Egal wie spät, egal wie kalt. Am ersten Tag geht es immer direkt ins Meer. Ganz ehrlich? Das ist total ehrlich. Das Einzige, was du wieder merkst, ist, hier ist echt eine scheiß Idee ohne Wasserschuhe. Ja. Denn an die haben wir jetzt gerade in der ganzen Euphorie überhaupt gar nicht gedacht. Gut, dass wir welche bei Temu bestellt haben. Nach dem Schwimmen direkt zum Essen. Ebenfalls direkt am Strand, wo wir immer essen, die geilste Snackbar überhaupt mit den besten Burgern. McDonald's und Burger King schmeißt du dafür in die Ecke. Boah, da fehlt es dann gar nicht. Weder Ketchup noch Salat noch Tomate. Einfach geil. Der Rob hat sich einen der größten Burger bestellt, die ihr jemals gesehen habt. Das ist ein Hamburger. Und Ben hat auch ein bisschen Hunger. Ben hat sich nur ein bisschen bestellt. Ja, so 16 Stunden Autofahrt, ne? Kann hart werden, ne? Ja. Alles dein. Ja, das ist meiner. Der ist meiner. Guten Appetit. So muss es. Vorne muss es schmecken, hinten muss es rauslaufen. Freunde, ohne Scheiße, das sind die besten Burger, die wir je gegessen haben. Da fehlt einfach an gar nichts.